Somit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BeamNG Drive Video und heute habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen Spaß, weil wir hatten letztes Mal immer so, sagen wir mal, sehr, sehr ernste Fahrzeuge, obwohl, das ist ja auch sehr, sehr ernst, was wir haben, also normale Fahrzeuge, die man sich halt vielleicht auch kaufen würde. Gut, manche Leute kaufen sich das vielleicht auch, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, kann ja Geschmäcker sein. Und nämlich haben wir heute einen amerikanischen Schulbus und wir werden heute Kinder in Gefahr bringen. Unschuldige Kinder werden wir den Tod reißen. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Einstellung, die man vertreten kann. Und wir werden mal gucken, wie viel Spaß wir mit diesem Fahrzeug haben werden. Ich habe nächstes diese American Island Strecke hier wieder gewählt, weil hier gibt es ein paar Dörfer und allem drum und dran. Hier kann man ein bisschen schnell fahren und auszusehen mal den Bus verlieren. Und der Wagen ist jetzt vielleicht nicht das krasseste Modell ever, da ist mir aber relativ Wumpe. Es ist ein scheiß Schulbus, das ist halt das Coole genug. Und das Geile ist auch, was sie mit dem letzten Update reingebracht haben, dass bestimmte Tasten Zusatzfunktionen bieten. Und eine Zusatzfunktion ist nämlich, wenn ich die Handbremse ziehe, jetzt achtet mal drauf, warte, ich zoome mal kurz ein bisschen raus. Na komm, mach. Warum macht das jetzt nicht? Da. Tada! Die hintere Tür öffnet sich, vorne das Stoppschild geht raus, um den hinteren Leuten zu sagen, stopp, wollen Leute Kinder raus. Und vorne ist auch nochmal die Sicherheitsabweiser und auch die vordere Tür schließt sich. Das Komische, was aber ist, diese Stange hier vorne, die ist buggy, weil ihr seht, die juckt das nicht, dass ich die gerade abgemacht... Oder juckt die das schon? Braucht die nur so lange? Also normal sollte die ganz vors Fahrzeug wieder gehen, tut sie nicht. Ich zeige euch mal kurz, wie es aussehen sollte. Steuerung R kurz, blablabla. Blopp. So, das ist die Stange. Die hat aber vorhin noch irgendwie ihr Eigenleben. Also die macht, was sie will. Nichts Richtiges so wirklich. Was ich jetzt gerade mal probieren will, bevor wir den crashen. Es gibt nämlich jetzt eine Tuning-Einstellung. Seht ihr hier? Genau, Vehicle Configuring. Es gibt nämlich jetzt Tuning. Bei dem Wagen aber anscheinend nicht, oder? Nee, schade. Weil bei manchen Autos, das kann ich euch nochmal in einem Extra-Video zeigen, kann man jetzt sowas wie tiefer legen, stürzen, sowas einstellen. Geht bei dem nicht. Hätte ich gerade ganz schön cool gefunden, hätte ich die Karre jetzt tiefer legen können. Aber naja, ich würde mal sagen, wir gehen mal hinter den Bus. Ich muss ein bisschen rauszoomen, weil das Fahrzeug relativ groß ist. Und wir drehen mal ein paar Ründchen, ne? Baut auf einen der Trucks im Spiel auf. Von der, die Grundstruktur haben sie davon übernommen. Alles kurze Grumm, alles drumherum mit höchstwahrscheinlich klitschen, wie es lustig ist. Aber, das ist mir egal. Allein die Federung fuckt mich schon ab. Aber, pff. Und, warte mal, ich kann euch mal kurz die Perspektiven zeigen. Da waren ja ziemlich viele coole Perspektiven. Es gibt einmal die natürlich. Dann gibt es hier vorne eine Achse. Dann, hinter dem Fahrer. Ganz weit hinten drin noch. Noch weiter hinten drin. Als Fahrer. Noch ohne Lenkrad, aber das kommt sicher noch. Motorhaube, Dach. Seite und da, wo wir normal anfangen. Also wenn wir uns irgendwie nochmal einen Berg runterstürzen, werde ich höchstens eine Position irgendwo hinten im Bus einnehmen, wo das Kind direkt mitkriegt, wie es gleich voll auf die Fresse fliegt. Ah naja, wir fahren jetzt erstmal schnell und gucken einfach, was passiert. Ich fahre jetzt einfach nur mal... Oh Gott, die Hinterachse ist ja... Alter! Nicht gut. Ich würde schon spontan sagen, das Kind, was hinten sitzt, hat jetzt schon die Arschkarte gehabt, oder? Und vorher die Tür spielt gerade auch... Ja, das Kind, was hinten sitzt, ist jetzt schon tot. Sorry. Upsi. Oh Gott. Fährt aber noch, oder? Oh, Lenkwinkel, komm rum, Kollege. Ja, fährt noch. Das Kind hinten ist zwar tot, ist ja auch rausgefallen, weil es hinten aufgegangen ist. Von daher juckt uns das einfach nicht. Ich weiß noch nicht, das Stoppschild ist auch einfach rausgegangen. Also, die Funktionen des Busses sind jetzt gerade ein bisschen deaktiviert, glaube ich. Boah, die Tür ist sehr, sehr locker. Irgendwie habe ich die Scharniere kaputt gemacht. Alter, wenn der aber mit dem Arsch schwingt, ne? Driften bekommt eine ganz neue Funktion. Und die FPS halt. Also, wenn die FPS halt ein bisschen droppt, fragt nicht, das Ding ist riesig groß, das Spiel weiß nicht, was es damit anfangen soll. Das Problem ist, wenn die Hinterachse kommt. Oh fuck. Ich konnte nicht mehr lenken. Wenn die Hinterachse kommt, hast du ein arges Problem. Jetzt habe ich den Wagen, glaube ich, gerade schon das erste Mal zerlegt. Gut, sind wir ganz am Anfang, da wollte ich gar nicht hin. Ich Tastenkombination gerade verwirrt. Kurz mal resetten die Kiste. So, fahren wir einfach mal in die andere Richtung sonst. Und jetzt, wenn das Heck einmal kommt. Ups. Kriegst du den Wagen nie wieder gefangen? Also kriegst du schon, aber es sieht ziemlich komisch aus. Er hat zwei Rückwärtsgänge, der Kollege. What? Gut, ein Truck hat natürlich auch sonst wie viele Vorwärtsgänge. Warum sollte... Mann, ey! So nicht unendlich viele Rückwärtsgänge haben. Jetzt habe ich ihn festgefahren, ich Idiot. So. Wir versuchen jetzt hier mal zu drehen. Das funktioniert nämlich. Genug Schwung nehmen. Und jetzt aufs Gas! Nein, dann nicht kippen. Komm, komm, komm. Ja, ich glaube, ich darf nochmal ausholen, ne? Ja. Upsi. Ja, kleine Macke. Gar nichts kaputt gegangen. Die Stange ist jetzt halt weg, aber da die ihr Eigenleben hatte, ist mir jetzt relativ Wumpe. So. Vielleicht werde ich die Karre gleich wieder wegschmeißen. Wie gesagt, die FPS-Zahl sind wir jetzt geschissen, weil es geht halt nicht besser. Es ist halt einfach der Mod, der fickt den Rechner ein bisschen hart.
Die Hinterachse fängt gerade an, wieder spontan zu werden. Die entwickelt nämlich gerade wieder ihr eigenes Leben. Geht doch, 117 Sachen. In dem Bus würde ich echt auf der Landstraße echt ein bisschen Angst bekommen. Das ist echt so ein Bus. Der ist Hinterachse halt einfach, sagen wir mal. Also die Kinder hinten, die dürfen sich im Sitz festhalten, weil sie nämlich gerade die ganze Zeit hoch und runter jagen. Oh Gott, ah, wird schwammig. Alles cool, ich hab volle Kontrolle. Oh Gott, ich guck mir niemand. Doch, trifft ein Junge, drifte. Oh fuck. Und da habe ich ihn weggeworfen. Au. Ja, gut. Ich würde sagen, der liegt da nicht so optimal. Können wir noch wieder resettet einfach? Ja, schön. Schmeiß den möglichst mit viel Schwung auf den Boden, damit er direkt wieder kaputt ist. Aber ich habe mir vorhin Reifen zerbrochen. Autsch, kaputt gefahren. Ey, mit dem Wenden, ne, das gleiche Titanic ein kleines Sicherhäfchen einpacken, ey. Komm rum jetzt. Nein, ich häng bleib. Boah. Ja, heute noch. Und so. Weiter. Komm, jetzt gehen wir einfach mal in die Ego-Perspektive, einfach weil ich es kann. Nein. Aus der Perspektive kann ich den Wagen gar nicht mehr So. So, gucken wir mal, wie lange ich den so festhalten kann, weil ich jetzt nämlich die Hinterachse nicht mehr was macht. Das ist, auf jeden Fall kann ich darauf nicht reagieren, weil die Spiegel auch keine Funktion haben. Also, schön hier vorne. Es fühlt sich hier vorne minimal schneller an. Liegt vielleicht auch daran, dass wir 130 drauf haben, Alter! Oh Gott. Oh Gott. Der schaukelt sich auf. Nein, nach rechts, nicht in den Wald. Ja, ich wollte sagen, fahren wir geradeaus oder links, das ist nur eine Frage bei dem Tempo. Uah! Oh Gott! Es klang so, als hätte unsere Hinterachse gerade mal ganz spontan die Brücke mitgenommen und unsere Front hat sich gerade auch drin verkeilt. Ich will eigentlich nicht rausgehen. Ja, okay, die Kinder haben es eigentlich noch. Gut. Ah, fuck, ist Reset da hier. Stimmt, ich muss ja die Kampen. Ja, ich. Ah, diese scheiß Steuerung manchmal. Resetten ist immer noch so eine Sache. So, komm, diesmal kriegen wir die Brücke hin, ohne uns hinzulegen. Erstmal müssen wir ihn wieder wenden, aber das ist das kleinste Problem. Geht ja schnell. Okay, mittlerweile habe ich es echt raus. So, komm, jetzt nehmen wir echt mal eine Sitzposition bei da hinten ein. Warum nicht? So. Ich krieg den Wagen zwar niemals hier gesteuert, aber pff, muss ja der Busfahrer da vorne regeln, nicht ich, ne? Also von daher alles cool. Boah, Alter, hätte ich hier drin Angst. Das klappert ja, ey. Es ist ja... Problem ist, der Wagen ist halt wie auf Eis. Der rutscht mit der Hinterachse nur rum. 140, Alter, jetzt ist aber auch mal lustig. Oh Gott. Zerlegt ihn hier wieder an der Brücke. Ah, sogar vorher schon. Wow, wir rutschen in die Brücke rein. Okay. Das wirkt nicht gesund. Das wirkt. Oh. Ja. Okay, dir. Ah, oh, fuck. Das sieht nicht gesund. Oh, wir saßen genau in der Teile, wo der Bus in die Mitte durchgeteilt hat. Alter! Scheiße. Hupsi! Ja, also die Hälfte, ein Großteil der Kinder hat es überlebt. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Steuerung R ist falsch, ne? Ne, war richtig. Steuerung R war richtig. R war falsch. So. Ich bin mir nämlich nicht so ganz sicher. So. Komm, dreh mal. Komm her. Ich werde auch ein paar mehr Videos mal in Zukunft wieder bringen. Es war ein wenig Pause dazwischen. Muss ja auch einmal nochmal sein. Deswegen komme ich gerade bei den Tasten nicht mehr klar. Aber die haben viel, viel überarbeitet nochmal im Spiel. Und werde ich euch auch nochmal in kommenden Videos zeigen, weil du kannst jetzt bei manchen Autos halt die Federung reichen, was ziemlich geil ist. Und sie haben einige neue Autos auf dem Spiel so selbst drin. Also keine Mods, sondern eigene Spielautos, die auch ziemlich cool sind. Aber nichts kommt an den Bus hier ran. Also da sind wir uns ja alle sicher. Der Bus ist das Geilste, was es hier gibt. Hinter die Hinterachse, ich hab keine Ahnung, aber die hat echt Bock manchmal einfach selber von zu... Oh Gott. Nein. Oh, das klang nicht gut. Oh. Geht der noch? Rückwärtsgang. Ja? Nein. Kurz mal wieder resetten hier hin. Ja, in den Wald rein. Da wollte ich genau hin, du Arsch. Mehr. Mach dir mal bitte heile, danke. Wir können natürlich auch mal den Feldweg dann nehmen, falls die Kinder halt mal schneller zur Schule müssen, ne? Nur ein bisschen. Burnout, Junge! So, einlenken.
Nein, wenn ich die Straße sehe, lassen wir das besser. Nein, ich komme nämlich nicht keine Kurve rum. Ich werde überall hängen bleiben. Das hat dann auch nicht so viel Zweck. Hör auf zu hüpfen! Bitte, bleib ruhig, ganz ruhig. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Wir fahren nur 100 Sachen, das ist alles gut. Halt! Bong, bong, bong. Wie so ein Gummibärchen da hinten drin, Alter. Boah, die Kinder hinten sind besonders fett, deswegen ist die Empfehlung ganz am Einsacken. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab ihn noch. Okay, jetzt hat sich erledigt. Tja. Kleine Kevin hinten ist gestorben, kann ich auch nichts für. Krieg ihn da wieder raus. Der fährt noch. Das sag ich euch, der fährt noch. Die 1A. Komm ich jetzt nochmal runter von der. So. So. 7. Da juckt ihn nicht. Das ist ja nur die Karosserie. Und ein paar Kinder. Und die Kamera so, warum soll ich mich zentrieren? Ja gut, er fährt nicht mehr ganz geradeaus, aber. Muss ja auch nicht so pingelig sein, ne? Muss halt nehmen, was man kriegen kann. Tote Kinder und einen krummen Bus. Fängt die Woche doch gut an. Meine Arbeitgeber richtig schön verschissen. Und bei den ganzen Eltern, deren Kind man dann mitgenommen hat. Ach, den Fluss leckt. Jetzt geht's wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fahr gleich in die Senke. Ich muss die ganze Zeit nach links lenken, damit das Ding geradeaus fährt. Ah! Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Ich hab die Brücke nicht auf den Kanal. Oder was auch immer das war. Das hat sich erledigt. Jetzt habe ich ihn kann zerlegen. Nein, ja, ich hab ihn noch. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn noch. Vielleicht. Echt? Ich hab ihn echt noch. What? Oh. Okay, hinten links hat sich gerade die Aufhängung verabschiedet. Ich weiß nicht, warum sie das getan hat, aber sie hat's. Warum ist die Aufhängung jetzt im Arsch? Alter! Und jetzt ist so plötzlich! Sag mal! Nicht so korrekt. Komm rum. Was beschreibe ich aber gerade, als wäre ein Dragster. Was ist denn da los? Emergency Exit. Kurz, darf ich schon mal erwähnen, dieser Emergency Exit. Also bei Notfall da rausgehen, ne? Drei Fülle meiner Unfälle haben so geändert, dass dieser Exit nicht mehr benutzbar ist. Schön, guter Emergency Exit. Funktioniert ja auf jeden Fall in drei Viertel aller meiner Unfälle. Nein, wenn der Bus brennt, so ein Shit halt. Dann kann man trotzdem. Das ist halt echt krass, wie die Hinterachse echt eine ganz andere Fahrtrichtung teilweise einschlägt als vorne das Auto. Die Front. Ich kann an. Bin ich da gerade an der scheiß Brücke hängen geblieben, weil der Wagen hat plötzlich nicht mehr gelenkt. Und irgendwen habe ich da drin gerade gekillt, glaube ich. Möglicherweise, was ihr da unten seht, zum Fuße des ersten Sitzes, also nicht dem Sitz vom Fahrer, der sowieso Matsche, das sind die das Bremspedal oder Gaspedal, keine Ahnung, irgendein Pedal auf jeden Fall. Schön aus. Das Stoppschild so, ja, fuck. Okay, ich würde stark behaupten, den Fahrer hätte ich mit Sicherheit extrem gekillt, also die Überlebenswahrscheinlichkeit schätze ich sehr gering. Boah, ist ja wirklich mitten durchgeteilt worden, regelrecht die Kiste, ne? Alter, das ist nicht mehr lustig. Ah, doch schon, doch ist es lustig. Vergesst, was ich gesagt habe. Nein, nicht so weit nach links. Auch nicht so weit nach rechts. Baum, Busch, Achse, Türen. Lukas, ja. Nur eine Brücke. Brücken sind toll. Wahrscheinlich kann dran zängen zu bleiben. Sieht so hoch. Hüppel, hüppel, hüppel. Eine Linkskurve, ne? Da haben wir Sachen drauf. Spricht für Zuverlässigkeit. Ja. Ach, wir sind wieder am Startpunkt. Hätten wir theoretisch links rum gemusst. Eigentlich mal. Theoretisch, ne? Okay. Hier ist der Wendebucht. Handbremse. Hat. Fährt er noch? Ja, komm. Jetzt hänge ich am Baum fest. Komm. Komm schon. Mann, jetzt reiß dich vom Baum los hier. Ja! So, jetzt fahren wir wieder rückwärts und wenden einfach. Ende. Kein Baum hält einen Bus auf, Junge. Zumindest unseren Bus. Ja, gut, der Reifen ist jetzt ein bisschen weiter drin. Ist aber für enge Strecken besser. Braucht nicht so viel Asphalt. Hört ihr da? Die Lenkung will nicht mehr so nach rechts, wie ich das möchte. Hat sich also erledigt mit dem Wenden, verdammt. Ah, perfekt. Tada. Habt ihr nicht gesehen. Ich hab perfekt gewendet. So, jetzt fahren wir rechts rum. Die Abbiegung können wir voll nehmen, ist ja bewusst. Also, ist ja eine normale Abbiegung. Der Bus hat eine sehr, sehr gute Straßenlage. Boah. Okay.
Ja, komm, komm. Ach, fuck. Ich denke, der stellt sich jetzt wieder hin. Das wäre ziemlich cool gewesen. So, sorry, da musste ich mal, habe ich mal ganz kurz den Cut gesetzt, weil ich habe aussehen statt Steuerung auf die Windows-Taste gehämmert und dann hat sich irgendwas im Hintergrund geöffnet, was, wieso auch immer, irgendwas mit der Beleuchtung des Monitors. Ich weiß nicht, wie sich das durch die Windows-Taste öffnen kann, aber theoretisch wäre es ja echt mal eine Herausforderung, hier rumzukommen vernünftig, ne? Ist ja, hier müsste man die Kinder ja abholen eigentlich alle. Mit Highspeed, versteht sich, die Kinder springen auf den Bus auf, ich bleib stehen. Ja, ja, keine Zeit, ne? Ist ja... Okay, ich bleib doch vielleicht stehen, manchmal bleib ich doch stehen. Ich hab schon wieder die Achse zersemmelt. Scheiße! Mann, ey! Wenn ich was kann, ne, dann riecht. Das klingt nicht gesund. Das klang weniger gesund. Ja, hauen halt nochmal weg, Mann! Danke, so. Sehen. Klang gesund. Wir drehen. Ups. Komm rum. Nicht, gut. Nochmal mit Schwung nach hinten. Und Schwung nach vorne. Ist jetzt nur der Guck. Lenk ein, du Affe! Ist nur der Kotflügel. In Klammern auch die ganze Vorderachse. Mann, ey. Nein, wir wenden jetzt hier. Das ist jetzt keine Widerrede. Wir fahren nicht in die Richtung. Knick es. Ja. Das machen wir jetzt so lange, bis ich ihn 50 mal auf Seite gelegt habe. Der Kerl hat einen sehr, sehr leichten Kipppunkt. Also man kann ihn sehr, sehr gerne, wenn man will, auf die Seite legen. Ich möchte das ja die ganze Zeit nur. Komm. Komm, dann spielen wir jetzt mal Kind hier hinten. Wir sitzen diesmal ganz weit hinten drin. Ich kann den da ganz hinten, also nicht ganz weit hinten, weil ganz weit hinten kann ich nichts mehr nach vorne sehen. Und sehen jetzt, wie wir Kinder qualvoll terror sterben. Höchstwahrscheinlich lustig wäre es natürlich, wenn wir die Position hinten direkt killen. Ich hab mega Angst hier drin. Der wird aber auch schnell, schnell. Herr Busfahrer, was machen Sie denn? Ja, ein wenig Zickzack fahren, ein bisschen für die Spannung aufbauen, ja. Der ist aber schön hier hinten drin. Bodenwelle, Rechtskurve. Oh Gott. Der Busfahrer weiß halt, was er macht. Ne? Der hat echt Skill drauf. Ich muss den mal echt loben. Ich finde den Typen super. Er sieht nur nicht, wo er hinfährt. Ach du Scheiße. Ich sehe echt nicht, wo ich hinfahre. Es geht aber nur bergab. Ah! Das ist nur eine Brücke, ne? Das ist nur eine Brücke. Gut, da kommen wir locker rüber. Und dann geht's. Nirgendwo geradeaus hin. Ah, bleib stehen! Ich würde spontan sagen, die Bodenwelle hat uns gerade unser Aufhängen zerlegt. Nee, fährt noch. Okay. So, einmal bitte wenden. Die Tür hat's auf jeden Fall wieder aus der Angel gerissen. Ich weiß nicht, woraus die Tür besteht. Aus Pappmaché oder was auch immer, warum die da vorne so rumschlackert. Das Stoffschild ist auch so fest montiert wie... Guck mal, wie locker das ist! Das ist nie abgerissen, ist ja bisher erst ein Wunder. So. Fährt sich Kurschau von hinten gut. Das irritiert mich. Ah, liebe Kinder, da war unsere Abzweigung. Da fahren wir jetzt mal rein. Komm, fahr rückwärts. Komm, fahr rückwärts. Mal gucken, dass ich da reinkriege. Nicht kippen, nicht kippen. Da sind Steine. Ich bin in die Wiese gefahren. Verdammt. Warte, noch ein bisschen zurück. Ist nur eine kleine Abkürzung. Komm mal schneller zur Schule hin. Ist ja. Ich finde auch Sicherheit geht vor. Alter, da fährst du ja noch nicht mal mit einem scheiß WRC-Auto durch. Oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Ja, wenn du da hochkommst, Respekt. Okay, so viel dazu. Respekt entkommt. Au. Ich würde schon sagen, Kevin hat schon wieder auf die Fresse bekommen. Komm, komm. Ich möchte behaupten, die Lage ist aussichtslos. Okay, suche ich mal eine andere Position. Wo wir vielleicht weiterkommen. Hier, jetzt hoffe ich, dass er mir nicht quer da reinkloppt, ey, komm. Das hilft sich ja auch nicht, oder? In gewissem Maße. Kann man dann rückwärts hier durch, geht auch. Oder wir wenden. Nein, ich habe keine andere Waffe, sorry. Ne, wir fahren zurück. Wir gehen wieder auf unsere Lieblingsposition. Psst, in der wir jetzt überhaupt nichts mehr sehen, sehr gut. Ich hoffe. Gut, der Fahrer war hoffentlich keiner mit einem großen Kopf, sonst wäre nämlich gerade an der Wand gestoßen. Wo geht's denn? Alter, ich sehe nicht, wo wir langfahren müssen. Ich ahne nur, wo keine Bäume sind. Bisher, das tue ich sehr gut, ja, doch. Gut, ich kenne die Strecke natürlich auch.
So, also mal gucken, ob wir links rumkommen. Wir haben ein bisschen Wiese, mit der wir ausholen können. Ich kann auch hier zwischen den Bäumen durchfahren, wenn wir wollen. Das geht nämlich locker. Das ist ein Offroad-Bus. Ich nehme all das, was ich gerade gesagt habe, zurück. Das ist kein Offroad-Bus. Wo hänge ich denn jetzt fest? Komm, mach einen Rückwärtsgang rein. Hallo. Schwung, 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 Schwung. Und Gas. Hat Kevin schon wieder auf die Fresse bekommen? Nein, ich will's. Ich habe nichts gegen Leute, die Kevin heißen. Sorry, das ist jetzt einfach nur so ein Name, den ich nein. Das könnte auch da hinten, könnte auch Hugo oder Bert sitzen. Das ist mir Wumpe. Kriegt auf jeden Fall sonst aber aufs Maul wegen mir. Kommen wir nach Hause. Wurdest du mir zusammengeschlagen? Ja, vom Busfahrer. Erzähl keine Scheiße, Kevin. Oh Gott, das war ein Stein. Das war ein Stein und das muss nicht sein. Au. Aber haben höchstens alle überlebt, würde ich mal spontan bauen. Okay. Überlebt, genau. Nur weil die Sitze nicht verbogen sind und man keine Anschlaggurte hat, überlebt man das direkt. Es sieht nicht so gesund aus. Hängt natürlich von der Einstellung ab, die man hat. Ich weiß ja nicht, was für manche gesund ist. Also, manche können das sicher als gesund erahnen. So, wir reparieren den Kollegen mal schnell. Das halt ist meine Frontschürze, die sollte eigentlich nicht alleine liegen. Ups. So. Na komm, dann setzen wir mal bei Kevin, komm. Alter, wie soll man von hier hinten noch fahren? Ist da eine Straße? Da geht's rechts weiter, okay. Gott. Ich hab Angst. Und jetzt hier hinten schaukelt sich alles nur auf. Es ist komisch, im Innenraum ist es ruhiger als außen, ne? Aber wir sind wieder am Ort angekommen. Du bist auch zurückgefahren. Nee, hä? Ich nicht. Egal. Hausecke. Hausecke! Oh. Kevin hat echt immer die Arschkarte. Scheiße, wenn ich ihn jetzt fest. Komm. Na, ich glaube, ich habe ihn festgefahren, ne? Na, ich habe ihn wieder. Ich hab ihn wieder. Komm. Reiß dich raus. Komm. Ah, scheiße, ich kriege ihn nicht mehr raus. Jetzt habe ich ihn. Ja. Ohne Lenkverhalten bringt mir das aber nichts, wenn ich den Wagen wieder habe. Scheiße. Warum lenkt der nicht mehr? Total unverständlich. Guck dir mal die Front an. Warum lenkt der nicht mehr? Hallo? Das ist ein Schulbus. Ich weiß, ein Schulbus ist. Wir müssen, habe ich doch irgendeine Map, wo ich den richtig brutal zerlegen kann. Ich will nämlich gucken, wie sagen wir die Kinder, wie man Crash-Test. So, genau, das war, glaube ich, ganz cool. Ist einfach eine Klippe, wenn ich mich nicht irre, oder? Es müsste einfach nur eine Klippe sein. Heißt, der Wagen fliegt relativ schön. Das ist nicht der Bus, aber wir holen uns den Bus. Dann schießt gleich einfach die Klippe runter. Kann man, finde ich, mal machen, ne? So, replace current. Okay, wir machen es erstmal aus dem Perspektiv. Ich will es erstmal gucken und dann nehmen wir mal die anderen Perspektiven durch, weil ich auf jeden Fall mal gucken. War das nicht die richtige? Das ist die richtige. So. Ich würde mal sagen. Ab geht's zur Schule. Kurze Strecke. Wupp. Oh Gott. Tja, das geht nicht gut. Ja, wir fahren noch. Alles cool. Wir fahren immer noch. Jetzt ist das Ding erledigt. Oh. Bleibt doch irgendwo stecken, oder nicht? Es war so klar. Scheiß drauf, komm. Fall. Ich glaube einfach zu fett, das ist sein Problem. Komm, mach einen Abgang jetzt. Oh shit. Aber bisher muss ich sagen, hält die Kabine echt gut. Also, okay, irgendwie hat sich gerade der Reifen entschieden, nicht mehr mitzufliegen. Jetzt. Oh shit. Jetzt macht er. Oh. Ja, der Reifen ist irgendwo da vorne. Ich muss sagen, die ganze Kabine hat echt gut Stand gehalten. Also muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also hätte schlimmer sein können. Ich lade mal das Szenario neu, weil komplett da hochfliegen tue ich jetzt nicht. Wir laden es einfach komplett einmal neu. Cliff. So. Und jetzt gehe ich mal kurz mal in die Ebenperspektive. Aber ich muss sagen, also die ganze Kabine, wo die ganze Tür drin sind, gut. Man muss überlegen, die haben keinen Anschnallgurt. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das überleben, ist trotzdem sehr gering. In Klammern eigentlich unmöglich, aber hey. So.
Na komm, dann gehen wir direkt in die hinterste Position, da lohnt sich wenigstens. Das war falsch. Nein, auch wieder falsch. Da, da, so. So, ab geht's, würde ich mal sagen. Huihihi. Oh Gott, man sieht halt nicht, wo man hinfliegt. Das ist das Problem damit. Alter, ist das gruselig aus der Höhe. Oh shit. Okay, jetzt hat er aber irgendwie Schwung drauf. Alter! Ich glaube, wir stecken fest. Ich glaube, wir stecken fest. Ich gucke mir den jetzt auch nicht an. Ich will den nicht sehen. Tschüss. Oh, shit. Oh, shit. Alter, wird hier echt schwindelig drin. Alter, ich kotze gleich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So, sieht hier mal die Kabine hält gut dicht. Alter. Das da vorne ist der Motor, ne? Das ist uns bewusst, was da gerade raushängt. Und ich kotze gleich. Alter. Okay, also das geht schon ordentlich. Oh, boah. Na gut, jetzt hat die Kabine aber ganz schön erwischt. Und den Fahrer hat zwischendurch noch das Rotorblatt vom Lüfter ins Gesicht geklatscht. Was ich jetzt gerne nochmal ausprobiere. Wir setzen den mal ganz kurz. Ich werde hier unten hingehen von der Kamera. Geh mal kurz so, warte. Dann machen sie mich mal folgendermaßen. Ich reset den mal ganz kurz. Dann mache ich kurz Pause in dem Moment. Weil ich lasse den jetzt mal hier runterrollen. Interessiert mich nämlich gerade mal, wie das dann so aussieht. Wenn man so unten am Strand ist. Voller Schönheit. Mhm. So, setzen wir den gleich mal hier ungefähr hin. So. Freie Kamera. Tschüss, tschüss. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir nicht unten an den Strand, dann kommt er gleich runter. Natürlich ist es jetzt nicht so krass am Abstürzen, wie er sonst wäre, aber es ist trotzdem schon ein ganz guter Fall. Da muss man jetzt nicht mittendrin sein, sonst übergebe ich mich gleich. Also mir ist gerade wirklich echt ein bisschen übel geworden, Alter. So. Kuckuck. Gerade ein bisschen still, wirkt gleich lauter, keine Sorge. Alter. Nee, hey, du kommst hier nicht runter, Kollege. Der hat echt viel Glück gehabt, ne? Der ist ja krass komplett heile geblieben. Was sind die Scheiße? Dann machen wir es nochmal. Das ist ja, ne. Das sehe ich schon gar nicht. Nein, der ist heile geblieben. Als Finale von so einer Folge, da erwarte ich aber schon ein bisschen was Krasseres. Also, da müssen die Kinder schreien, wenn sie fertig sind. Ich meine, Sachen passieren dann halt. So. Tschüss. So, wenn der unten ankommt, ist er Matsche. Erstmal muss ich wieder unten ankommen, das dauert gerade ein bisschen. Also gleich sind wir unten. Gleich. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Man möchte auf jeden Fall gerade nicht mehr drin sitzen. Drücken wir es mal so aus. Oh, shit. Alter, kriegt der Schwung drauf. Aber willst du mich treu? Jetzt überschlag dich, du Kackkarre. Ich muss trotzdem sagen, werden die Kinder angeschnallt, Alter. Okay, natürlich die Gehkräfte, die muss man noch überlegen, aber die Kabine hält echt gut zusammen. Der Fahrer ist halt immer die Garage und Kevin hinten hat das Problem. Aber ja, damit würde ich sagen, sind wir raus mit diesem wunderschönen Bild aus diesem kleinen Testvideo. Wie es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben da und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Haut rein, bis dann, ciao.